So, hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Tag. Für mich ist noch Mittwoch. Ich habe hier dann quasi heute das Papier schon alles gemacht. Und ja, heute gucken wir uns zusammen diesen Schrank hier an. Ich weiß, was drin ist, aber ihr nicht. Ha. So, wir haben hier auf jeden Fall einmal so ein ganz dickes Ding. Ich glaube, das war mal ein Kilo insgesamt. Auf jeden Fall sind hier, ja, das ist ein Kilo Heißklebesticks drin in der Dicke 7 mm mal 10, das ist für meine Heißklebepistole. Wer hätte das gedacht? Und da habe ich noch einen zweiten Karton von. Die sind mal günstig von eBay, die sind echt billig bei eBay, muss man schon ehrlich sagen. Und ja, ihr seht, das ist ein ganzes Kilo von diesen Heißklebesticks. Und ja, ich muss nur mal, das Problem ist, ich hasse meine Heißklebepistole. Ich finde es toll, dass da die 7 mm reinpassen. Das ist super. Aber mich stört das Kabel und die ist dann so klein und dann kippt sie immer um. Ich möchte mir mal eine mit Akkubetrieb kaufen, aber jetzt auch nicht diesen Glue-Stick oder so. Keine Ahnung, es soll schon was Gescheites mit Akku sein. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. So, hier habe ich Liquid Watercolors. Ja, die gebe ich, denke ich mal, auch alle ab. Das sind ja die, weiß ich nicht, das sind die alten Farben und das sind dann die neuen Farben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die immer alle doppelt gekauft. Und, beziehungsweise dreifach. Ich habe die ja auch in Benutzung und das hier sind quasi, doppelt. Sicher, das sind ja vier verschiedene. Genau, also die denke ich mal, gebe ich dann auch ab. Aber da wird es dann auch so ein extra Paket geben. Genau, richtig. So, hier habe ich nochmal Klebematerial. Und da muss ich sagen, da werde ich mich von hier den ganzen, das sind Action-Kleber. Und die sind auch noch gut, wie ihr seht. Die haben hier keine Gelbverfärbung. Aber ich nutze die einfach nicht mehr. Deswegen kommen die auch weg. Das hier sind Ultra-Klebehaftfolien, die behalte ich. Hier diese Foamstreifen behalte ich auch. Hier sind auch noch Ersatzscheren und noch Fotoecken, aber hier die ganzen, die fliegen raus. Hier kommen, das ist zum Beispiel die Kiste, wo dann auch eigentlich alle anderen Klebematerialien, wie auch die Klettverschlüsse, eigentlich rein sollten. Das ist dafür eigentlich mal so gedacht gewesen. So, dann haben wir nochmal Servietten. Ja, ich habe jetzt auch schon Servietten aussortiert und da sind auch noch Quilling-Sachen. Muss ich dann mal durchgehen. Ebenso hier ist auch nochmal Sammelsurium an Servietten. Ich hätte ja gern diese Batik-Servietten aus dem Action, aber ich glaube, ich habe die irgendwo, wenn ich mich nicht täusche. So, und hier ist es auch schon leicht staubig. So, und hier ist mein Abform-Silikon von der Marke Wagner-Seal. Ja, das behalte ich natürlich auch. So, und dann haben wir hier unten ein Neuwied-Bibel. Ist das eine Bibel? Ja, ist eine Bibel. Ja, man wirft keine Bibel weg. Die habe ich mir mal auch zum Scrappen, wenn man da mal so einen schönen Spruch ausstanzen will. Naja, vielleicht werfe ich sie weg. Vielleicht bleibt sie. Weiß ich nicht. Hier habe ich Spitzenworte auf Rolle, war das mal. Und einen Duden. Den habe ich hier zum Dremeln benutzt. Und ja, ein Duden. Finde ich auch ganz cool, sowas immer mal auszustanzen. Wenn man jetzt eine Liebeskarte macht, dann sucht man sich ein schönes Wort mit L raus, wie Liebe oder so, kann es ausstanzen. Ja, denke ich mal, das bleibt auch. So, hier ist noch ein Stadtplan von Neuwied. Oder ist das Neuwied? Ja, ein Stadtplan von Neuwied. Und hier sind jetzt meine ganzen Glitzersteinchen, wovon auch einige von fliegen dürfen. Da haben wir die Halbsteinchen. Hier haben wir diese Blinksticker. Hier haben wir aber auch noch diese. Da haben wir die mit dem Holz. Hier haben wir die ganzen Borten. Die fliegen auf jeden Fall alle raus. Und darunter, das ist zweilagig, könnt ihr euch ja denken. Da habe ich dann auch noch ganz kleine und was weiß ich. Da fliegen einige raus. Ja. Ich weiß jetzt noch nicht welche,
aber da fliegen einige raus. Und genau. Und wie gesagt, der Verkauf hat noch nicht gestartet. Ihr schreibt nur jeder, der schon mal Interesse hat, den schreibe ich mir auf, damit ich einen Überblick bekomme. Und ich werde dann ein extra Video machen, aufgrund dessen man sich dann gerne bei mir meldet. Aber ja, ich sage, ich schreibe mir nur eine Liste, damit ich schon mal so grob weiß, was vielleicht der eine oder andere für eine Vorliebe hat oder der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen hat. Genau, richtig. Also was weiß ich, habe ja gesagt, man darf sich bei mir nichts rauspicken. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das und das Thema, das ist wiederum, wie gesagt, ja, in Ordnung. Oder wenn jemand mal sagt, oh, hier an den Aquastiften hätte ich Interesse, weil das halt viele sind, das ist auch kein Problem. Aber wenn, wie gesagt, jemand sagt, ich möchte den Block und den, das gibt's nicht, ne? Aber so grobe Wünsche, das ist kein Problem. So, das hier ist selbst gebastelt von Christine Kreativ und ihrer Tochter. Das war meine allererste Tauschpost. In Passau war das noch. Ja, da war ich natürlich alles. Das ist klar wie Kloßbrühe. Hier, das hier sind Urinbecher mit Schraubverschluss. Die sind halt günstig und ultra gut und dicht, wenn man halt ja so Gefäße braucht. Ne? Ist ja ganz klar. Hier sind Schaumgummi, also Moosgummi in A4. Und wenn man darauf Filz klebt, habe ich ja auch schon mal ein Tutorial gemacht und da mit Druckknöpfen arbeitet, kann man sich ultraschnell einen Organizer basteln. Wie gesagt, das Tutorial gibt es. Ich weiß noch nicht, wie es heißt. Oder wo oder wann. So, hier ist mein ganzes Fimo. Aber mir fehlt eindeutig halt Weiß. Ne? Das ist das Lufttrocknende. Mir fehlen Klingen auf jeden Fall. Und mir fehlt Weiß auf jeden Fall. Ja, weil das Lufthärtende, da kann man ja auch nicht mit dem anderen mischen. Ich habe aber woanders auch jetzt noch Fimo gehabt. Also das ist jetzt auch nicht alles. Aber mir fehlt Weiß. Ich muss unbedingt einen Großblock kaufen und Klingen. Aber das sind ja alles so Sachen, die man da mal nachkauft. Das ist ja überhaupt kein Problem, ne? Weil ich will mir eigene Shaker-Elements machen, Shaker-Shapes und so. Genau, ich räume das mal gerade weg, weil das ist ein bisschen schwer. Und dann gucken wir natürlich weiter. So, ich habe mir schon mal die hinteren Kartons vorgezogen. Ah, hier ist was zugeklebt. Ich wollte auch hier die Adresse zeigen. Was ist denn hier zugeklebt? Was ist da drin? Ich glaube, das ist ein Karton mit selbstgemachten Sachen von euch. Moment. So, die Zähne haben mir natürlich mal wieder geholfen. Genau. Das ist ein Karton mit selbstgemachten Sachen von euch. Den werde ich natürlich behalten. Ja, ist zwar auch blöd, wenn man das behält, weil es viel Platz wegnimmt, aber es ist natürlich auch arschig, wenn man es wegwerfen würde, ne? Das ist so ein Problem. Ich liebe selbstgemachte Sachen von euch und verwahr die auch, aber es frisst schon Platz, ne? Aber ich verwahr es. Das ist, ja, das ist, weiß ich nicht, das kriege ich auch nicht übers Herz. So, das hier ist ein Puzzle zum Anmalen. Die habe ich mir mal für Mixed Media gekauft, weil ich es einfach total cool finde und die werde ich auch behalten. Aber ich glaube, ich habe die doppelt irgendwo. Ich glaube, in dem Schrank sind die dann doppelt. Dann werde ich die natürlich abgeben, ansonsten behalte ich sie. Harald Klöckler Servietten. Ich bin schon jahrelang Harald Klöckler Fan. Ich habe auch verschiedene Kleidung von dem und ja, genau. So, hier sind nochmal selbstgemachte Sachen von euch. Nochmal selbstgemachte Sachen und auch verschiedene andere Geschenke. Und hier ist noch ein Karton mit selbstgemachten Sachen von euch und Geschenken. Ich habe aber auch noch mehr Kartons. Also dann hier in dem anderen Schrank sind noch mal zwei Kartons. So, und hier, da bin ich am Überlegen, das ist meine Batchit-Maschine, also meine Buttonmaschine für Kinder quasi aus Plastik. Die macht, glaube ich, 32 Millimeter Buttons. Da sind auch noch Buttons bei, dass ich die vielleicht verkaufe, weil ich habe ja meine krass gute Profi-Buttonmaschine. Zwar nur in 25 und in 59, aber da gibt es auch einen 38er bzw. 32er Aufsatz. Für 110 Euro kostet der. Aber ist halt nicht zu vergleichen mit sowas. Ne? Die hier tut's auch. Klar, sicher. Aber ich wollte damit nur sagen, dass ich die, denke ich mal, wirklich verkaufen werde.
und mir eventuell irgendwann mal den anderen 30er, das heißt 38er Aufsatz dann für meine Kauf. Und diese Dinger hier, die Nachfüllsets, die gibt es auch noch nachzukaufen. Zwar nicht mehr original vom Badgett, aber das ist eine Badgett heißt die, aber von einer, ja, von einer Firma, die es genauso nachgemacht hat. Ist aber, muss ich sagen, auch, also die Rohlinge, die sind auch nicht billiger als bei der Profi-Buttonmaschine. Im Gegenteil, ne? Also da ist die Überlegung, investiert man einmal wirklich viel Geld, wirklich viel. Also ich habe für meine Buttonmaschine, ich habe auch noch ganz viel drumherum gekauft, 1000 Euro bezahlt. Oder wenn man die jetzt nur so kauft, dann kostet die 220 und hat ein Zubehörpaket dabei, ne? Oder man zahlt halt hier 30 Euro. Ja, ist halt schon ein Unterschied, aber ist auch natürlich ein Unterschied in der Qualität und auch ein Unterschied in Sachen Nachkaufen, weil man noch gibt es hier die Nachfülldinger, ne? Aber wer weiß, wie lange. Und für die Buttonmaschine, für die Batch Magic, gibt es immer, schon seit Jahren gibt es da Nachfüller von der Marke und wird es auch immer geben. Also muss man sich halt überlegen, was man haben will. Genau, und das hier ist das Sumi. Kennt ihr das noch? Das ist hier so als so ein Lämpchen drin. Ich habe auch noch eine Ersatzlampe. Und hier in dem Ding sind so Acetatfolien bedruckte. Die legt man dann da drauf. Und dann kann man das hier runterdrehen oder hochdrehen. Und dann wird das Muster größer oder kleiner. Da war eigentlich noch so ein Plexiglas-Tisch bei. Den habe ich aber leider nicht mehr. Aber dennoch kann man das als Projektor nutzen. Und das, denke ich mal, gebe ich auch ab. Ich teste noch, ob es geht. Da, wie gesagt, da ist auch noch eine Ersatzlampe bei und die ganzen Folien. Und das, denke ich mal, gebe ich dann auch ab. Genau, dann werde ich mich jetzt mal hier so durchwuscheln. Und dann gucken wir uns noch zusammen den Schrank hier an. Obwohl, warte, ich habe das hier jetzt. Ich tue das gerade hier alles mal. Ich tue das mal kurz rein und dann gucken wir uns den noch an. So, ich roll jetzt hier das Ding nicht weiter weg, weil ich komme da so groß, grob komme ich an alles dran. So, hier sind meine ganzen Metallornamente, alle möglichen. Die sortiere ich auch nicht aus, weil die sind mir halt auch heilig, aber sind auch recht teuer und ich habe auch nicht viele. Und das hier sind alles hier Medaillonfassungen, Cabochon-Fassungen, Medaillons in. Ja, aber nicht diese biegsamen, sondern richtig halt Metallschmuckherstellung. Mal schauen. Irgendwann, aber jetzt pressiert es mich nicht. Also jetzt eilt es mir nicht, dass ich davon welche abgebe. Nur wenn ich halt schon mal dabei bin, dann will ich natürlich hier auch alles aufräumen, ne, und mal angucken. So, dann habe ich hier noch ein Puzzle. Vier verschiedene habe ich. Ja, vielleicht gebe ich dann tatsächlich zwei ab, weil zwei reichen, ja, mal schauen. So, hier ist meine Acrylfarbe, was mit Metallic zu tun hat. Die behalte ich auch. Hier sind kleine Tuben Metallic drin. Hier sind noch die Action-Sprühfarben. Die angebrochenen Action-Sprühfarben. Ich habe ja auch die noch in neu. Da bin ich noch mit mir am Hadern, ob ich die behalte oder nicht. Mal schauen. Ah, Gelatos. So heißen die die Plastik, die Dinger, die Gelstifte vom Faber-Castell. Ja. Hier sind noch ein paar Brushes, aber das sind Ockerfarben. Und hier ist meine große Packung Brushes. Ich habe mir die ja umgefüllt in hier so kleine Liquidfläschchen heißen die. Da habe ich mir die umgefüllt, weil die dann so eine süße Spitze haben, wo ich mir die rausstupfen kann. Und weil ich die Lösung, manche machen sich ja hier in die Dinger, machen sich ja so ein Reißbrettstiftchen. Die Lösung ist für mich aber nicht gut, weil das saugt dann je nachdem Flüssigkeit und das möchte ich einfach nicht. Doppelseitiges Klebeband von Joycraft auf Rolle und ein Paket, also hier Teppichklebeband, die benutze ich sehr, sehr gerne. Hier dürften eigentlich die Pocket Letter Füllen drin sein. Wie öffnet man es? Ja, das sind die Pocketletterhüllen, beziehungsweise Sammelkarten, Spielkartenhüllen heißen sie ja eigentlich. Es gibt ja keine Pocketletterhüllen, das sind ja Spielkartenhüllen. So, hier sortiere ich, denke ich mal, auf jeden Fall aus. Das sind Holzteile, das behalte ich aber hiervon. Ja, die sind mir halt heilig, aber ich behalte dann die Hälfte. Das sind Holzzahnräder, Holzvogelkäfige, die behalte ich auch, die sind mein Highlight. Ja, oder das kommt alles in die Holzkiste. Auf jeden Fall hier in diesem Behältnis bleibt es nicht.
Und hier sind Schmetterlinge. So, da ist noch ein Rest Resin. Aber ist schon gelb, obwohl er ist nur der Härter. Aber trotzdem, ich bin am Überlegen, ob ich nochmal Resin mache oder nicht. Ich weiß nicht, irgendwie ist mir die Gesundheit ein bisschen wichtiger, aber ich habe so tolle Formen und ich muss schauen. Und die Leute, die Resin machen, die verdienen echt auch viel dran, ne? Muss man auch sagen. Naja, hier habe ich noch Holzteile in Puzzleform. Hier ist nochmal so Vintage-Metallteile in Labrik, also das sind die biegbaren. Hier, das sind ja auch diese biegbaren, die Filigranen, so nennt man das. Ne? Alte Action-Holzteile, Rarität. Hier sind biegbare Metallteile und hier sind nochmal biegbare Metallteile. Ja. Kommt aber auch woanders hin, weil ich möchte diese Schränke dann für was anderes nutzen. Ich muss aber ehrlich sagen, für was weiß ich jetzt auch noch nicht. Das ist das. Ich bin jetzt viel am Umräumen, habt ihr ja mitbekommen, ganz klar. Aber ich weiß letztendlich nicht, wie und wo ich was irgendwie mal hinmachen möchte. Weil ich habe keine Ahnung. Das ist eher mein größtes Problem, dass ich aktuell nicht weiß, was ich wie irgendwie hinmachen möchte und was wohin. Und das ist echt ja ein Luxusproblem. Ne? So. Hier sind noch mehr von diesen bunten. Das sind alles die biegbaren. Da gebe ich hin und wieder mal in Tauschpost oder so welche ab, aber jetzt ausmisten tue ich da keine. Meine Buchecken, aber die haben auch stark abgenommen. Und Fimo-Blumen. So, und hier sind noch Holzteile. Da ist meine Gilding Flakes von Cosmic Shimmer, die teuren. Hier sind noch mehr Holzteile und da in dem Karton sind alte CDs, weil man kann die halt auch gut ja zum Basteln Mix Media mäßig benutzen. Und genau, so, und hier Wasserfarben Tuben billige, da habe ich mir auch schon einen eigenen Aquarellkasten mitgemacht. Einfach super, muss man schon ehrlich sagen, für den normalen Gebrauch super, kann man machen. So, und dann sind das hier Acrylfarben, wie man unschwer erkennen kann. Ja, die behalte ich auch, weil ich habe ja die Jellyplate. Ich mache ja hin und wieder was mit Acryl. Und ebenfalls hier. So, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo es schwer wird zu filmen. So, hier sind die, da dürfen bei mir nie fehlen. Das sind Karteikarten vom Büroshop 24, Werbung wegen Markennennung, bla bla bla. Aber das ist mein persönlicher Tipp. Das sind Karteikarten davon und die benutze ich verdammt, verdammt, verdammt gerne für Aquarell, weil die, finde ich, für mich, für meine Bedürfnisse, lassen die sich super gut benutzen. Und hier so ein kleines Päckchen kostet, glaube ich, nur 50 Cent. Und je nach Größe dann natürlich teurer. Und ich habe hier immer so ganz kleine, mal für, also A7 mal für ein, zwei Stempelchen, A6 für als Kartenbase, dann habe ich hier A5 für Kartenrohlinge, ich habe sogar A5 da drunter, A4 drunter, also ich liebe diese Dinger, die sind wirklich für, in meinen Augen tipp top, die dürfen mir nie ausgehen. Hier habe ich noch Ranger, das originale Diron Duck Alkohol Ink Papier und Fotopapier, weil ich dachte früher, das funktioniert mit Alkohol Inks und Glossy. Und bevor jetzt Nachrichten kommen, ja, du musst das von hinten benutzen oder du musst das jenes und dieses machen. Nee, Leute, ich mache Alkohol Inks seit echt langer Zeit. Mag sein, dass es mit eurem Fotopapier funktioniert. Ich habe über 10 verschiedene Arten Fotopapier durch. Bei mir funktioniert das einfach nicht, beziehungsweise nicht so, wie ich es gerne hätte. Wiederum funktioniert bei mir super Acetatfolie, was bei dem einen oder anderen nicht funktioniert. Und da sind wir auch mal bei. Es gibt ja mehrere Leute, die sich dann beschweren, warum sie nicht genannt werden, wenn man Infos aus einem Video hat oder so. Ja, ich werde genauso wenig genannt, wenn jemand mir was nachmacht. Aber man macht halt auch YouTube, um anderen Leuten Ratschläge oder Tipps und Tricks und so freizugeben. Natürlich freut man sich, genannt zu werden. Und es ist traurig, wenn man nicht genannt wird. Aber niemand hat das Rad neu erfunden. Und gesagt, ich werde auch nicht genannt. Ne? Bei so vielen werde ich nicht genannt. Damals mit Resin. Ich war die erste Deutsche, die will ich nochmal aufholen, dieses Thema. Ich war die erste Deutsche, die mit Resin angefangen hat. Und auch mit dem Brettermann Resin. Und dann wurde mir ruckzuck der Rang abgelaufen. Und
und von jemandem, der ich Infos gegeben habe, die das Wissen quasi von mir mehr oder weniger hat. Und dann musste ich mir aber anhören lassen, ich mache jemanden nach und lauter so Scherze. Und ja, also das Internet, man muss ein dickes Fell haben, ne? Wenn man kein dickes Fell hat, wäre es besser, sich nicht öffentlich irgendwie zu zeigen oder nur ganz cleane Videos zu machen. Ne? Also cleane Videos mit, also einfach nichts über sich privat erzählen, einfach nur zeigen und fertig. Ja, hier sind A3, DIN A3 Prospekthüllen, einmal oben geöffnet und einmal länglich an der Klangseite geöffnet. Hier, das ist jetzt halt so meine Backup-Papier, mein Papiervorrat. Ne? Hier sind Kellnerblöcke. Ich glaube, hier muss ich gar nicht weiter zeigen, weil hier sind Aquarellblöcke aus dem Action und Druckerpapier nur in Weiß, in vielen verschiedenen Farben, vielen verschiedenen Stärken. Hier ist Aquarell, teures Aquarellpapier von Kensen. Hier sind noch Laminierfolien, ein ganzer Beutel, ein ganzer Karton voll. Fotopapier ist hier drin. Alles Mögliche an Bürozubehör, von Folien bis über Druckerpapier, bis über Fotopapier und. Also das muss man echt nicht zeigen. Hier seht ihr ja auch, da sind A5, das hier, das sind A5 Prospekthüllen und in den beiden Kartons sind noch selbstgemachte Sachen von euch, das weiß ich auf jeden Fall. Und dann fehlt uns jetzt nur noch ein Schrank und der ist hier neben, das ist dann mein Glitzerschrank, aber ich muss hier erstmal aufräumen, bevor ich dann wieder mir was anderes anfange. Also räume ich das jetzt auf und vielleicht kann ich das in dieses Video noch packen, ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder, das heißt zum morgigen Video. Also ihr Lieben, macht es gut, haltet die Ohren steif und wir sehen uns. Tschüss.